fünf Jahre später. 11:41. Ihr seid also aus Rom zurück, Bischof Walleran. Ja, es war eine sehr erhellende Zeit. Was wollt ihr? Der Papst war sehr erfreut, wie wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, um die Kirche zu stärken. Der Papst. Wir haben es nicht für die Kirche getan. Weniger erfreut war er über den Handel, den ihr mit dem Prior von Kingsbridge abgeschlossen habt. Was geht ihn das an? Um das klarzustellen, wir werden uns nicht in euren persönlichen Streit einmischen. Das Abkommen, das wir mit der Priorei von Kingsbridge getroffen haben, hat den Segen des Königs. Natürlich. Und ihr würdet in dieser Sache eure Meinung nie ändern. Sagt mir, ist euer Sohn bereits aus dem Heiligen Land zurück? Wir haben nichts von ihm gehört, seit er sich eurem Kreuzzug angeschlossen hat. Wenn er stirbt, ist eure Kirche dafür verantwortlich. Unterschätzt euren Sohn nicht, Lady Hamley. Das wäre ein großer Fehler. Kapitel 10. Der Aufstieg von Kingsbridge. Nice. Und damit Mahlzeit, liebe Leute. Ken Follett, die Säulen der Erde, das 10. Kapitel an dieser Stelle. Wir machen in Kingsbridge weiter. Wir sind nun Wollhändler an diesem Ort. Zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass das einiges bringen wird im weiteren Spielverlauf, dass man das Vermögen auf jeden Fall steigern könnte und dass wir dann endlich nicht mehr lange und wir werden ein Dach haben. Den Kollegen ausbilden können. Wunderbar. Dann guck, brauchen der Bau wir der unsere Kirche. Gottesdienste nicht mehr in der Krypta abzuhalten. Dauert sowas nicht normalerweise Jahre? Die Gemälde für die Holzdecke und die Wände zu planen. Warum eine Holzdecke? Damit das Ganze wieder in Flammen aufgeht? Philipp hat das so beschlossen, weil es billiger ist. Und jetzt sind die Mauern nur dazu gedacht, das Gewicht einer Holzdecke zu tragen. Ich liebe dich wie einen Bruder, Alfred. Aber ein Lehrling sollte einem Handwerksmeister solche Dinge nicht sagen müssen. Jack, konzentrier dich auf deine Arbeit und bring sie wenigstens einmal zu Ende. Sonst bleibst du bis an das Ende deiner Tage Lehrling. Streitet euch nicht wieder. Alfred hat recht. Dies ist immer noch ein Haus Gottes. Nun gut. Oh, Jack, very old, also, yeah. Wo waren wir? Ihr könntet so, wir hämmern also hier weiter. Die Holzdecke und die Wände eins. Zu können wir uns das derzeit leisten? Zwei. Die bezahlen schon so viele Bauleute. Drei, gerade noch rechtzeitig. Vater Philipp, Tom Builder, Alfred. Ah, alle jene. Wie geht es euch? Ich werde heute meine Wolle nach Shiring bringen. Morgen beginnt der Wollmarkt. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Milius und ich haben bereits alles vorbereitet. Wir würden deutlich höhere Einnahmen machen, wenn Percy Hamley in dieser Woche nicht schon wieder die Steuern erhöht hätte. Schon wieder? Wir arbeiten mal weiter hier, ne? Jonathan, du darfst nicht einfach so weglaufen. Bleib hier bei uns. Tom hat recht. Hörst du? Er sieht wie ein richtiger Mönch aus. Wir arbeiten Amilius, weiter. Pluvius, Pluminius, wow, daneben. Das klingt wie Latein, aber so ganz stimmt es noch nicht. Wir müssen uns über diese hier Dinge keine Gedanken machen, wenn wir unsere Wolle auf unserem eigenen Markt verkaufen dürften. Dazu wir arbeiten müsste weiter. Uns der König eine Lizenz erteilen. Das würden die Hamleys sicher verhindern wollen. Sie wollen die Steuereinnahmen aus der Wollmesse in Shiring für sich. Sorgt euch nicht, Philipp. Wir werden dieses Jahr einen guten Gewinn machen. Es ist ein gutes Jahr. Wir hatten noch nie so viel Wolle zu verkaufen. Sehr schön. Alle gucken zu Jack. Er arbeitet weiter. Oh, und ich werde ein neues Lagerhaus bauen müssen. Alfred ist jetzt Handwerksmeister. Wenn ihr ihn bezahlen könnt, wird er euch helfen. Sehr gut. Ja, den können wir doch bezahlen, oder nicht?
Mein Handy rastet Wenn hier sie aus. Wenn sie nicht selbst ein Geschäft hätte, würde ich sie anheuern, für mich zu arbeiten. Sie hat was. Sie würde eine gute Frau für mich abgeben. Hey. Hey, nimm das zurück. Was denn? Was habe ich denn gesagt? Zum letzten Mal. Hört auf, euch zu streiten. Oh. Sehen wir uns noch einmal die Pläne an, Philipp. Es gibt ein Problem, das ich mit euch besprechen muss. Ja, tun wir das. Problem? Nimm das zurück, Alfred. Lass ihn in Ruhe. Und mach wenigstens einmal deine Arbeit fertig, Jack. Und Jack, hab bitte ein Auge auf Jonathan, ja? Okay, was? Da oben hängt definitiv... Warum muss ich das machen? ...eine Plattform mit Steinen. Jonathan steht mach jetzt genau Arbeit dort runter. So ging es immer zu. Aber an dem Tag kümmerte mich das nicht. Ach so. An dem Tag wollte ich Aljena treffen. Ich wollte ihr sagen, was ich für sie empfand. Und nichts und niemand würde mich aufhalten. Muss Aljena sehen, wo sie wohl ist. Alles klar, trotzdem müssen wir auf Jonathan aufpassen. Alfred wird noch bereuen, was er über Aljena gesagt hat. Warum nicht? Tom besteht darauf, dass ich meinen Kragstein fertig mache. Jonathan. Hey, kleiner Bruder. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich auf dich aufpasse. Wir müssen ihm jetzt erstmal Käfer gegessen. Ordentlich verklicken. Sag's lieber nicht, Philipp. Das ist unser Geheimnis. So. Alles klar. Wir stehen auf. Und wir machen jetzt erstmal diesen Kragstein fertig. Arbeite jetzt weiter. Zeit, dass das fertig wird. So, wir können ja Jonathan sehen. Direkt daneben. Ganz schön schnell hier. Der kleine Boy steht da hinten noch rum. Ich fände es besser, wenn er auf uns neben uns stehen würde, damit wir sehen können, dass er keine Dummheiten macht. Und, ist er fertig? Schön. Aus irgendeinem Grund bin ich heute voller Energie. Naja, wir haben ja eben auch schon gut weitergearbeitet. Aber das Gesicht stimmt immer noch nicht. Ich krieg das Gesicht nie hin. Ich bin fürs Erste damit fertig. Ich kann den Kragstein nicht mehr sehen. Ah, sehr gut. Verdammt! Was ist denn? Deine Zunge? Entschuldigung! Verdammt! Ich musste noch viel besser werden. Alles klar. Ich bekomme diesen Ausdruck nie. Das ist nicht Demut, Liebe und Sorge. Er wirkt überrascht. Ein überraschter Kragstein. Nutzlos. Was haben wir denn da vorne? Ein Wespennest. War vor ein paar Tagen noch nicht hier. Letztes Jahr haben sie sogar ein Schaf getötet. Aufpassen, dass Jonathan nicht zu nah rangeht. Was haben wir hier? Meine gute alte Steinschleuder. Dann wollen wir damit mal das Wespennest abschießen. Treffer. Jawohl. Ich wette, es gibt noch mehr Nester. Oh, müssen wir die jetzt erstmal alle, das ist ja eine nette Aufgabe hier, ne? Was damit anfangen können wir nun nicht. Verbringt zu viel Zeit mit den Mönchen, weil er wohl nach seinem Vater fragen wird. Erinnere mich an den Winter, als er geboren wurde. Ah ja, wir erinnern uns. Jonathan ist das Baby. Alfred kapiert nicht. Diese Mauern könnten nur eine Holzdecke tragen. Für ein Steingewölbe sind sie nicht gedacht. Die Bibel. Philipp sagt, ich soll sie lesen. Was haben wir denn hier noch? Ein Riss. Riss kommt immer wieder. Mörtel könnte das Problem sein. Aber warum hier? Nicht einmal Tom weiß es. Was haben wir denn hier noch? So ein Tympanon. Kommt über den Eingang. Alle werden es sehen. Aber irgendwas fehlt dabei noch. Vielleicht können wir ja mal hingehen. Der Baum des Lebens. Als Martha noch klein war, wollte sie unbedingt ein Relief mit Tieren. Ich wollte, dass er wie kein anderer Baum aussieht. Mehr wie eine Idee. Mir gefällt's.
Aber niemand erkennt, dass es ein Baum sein soll. Nun, Tom sagt, es sei fertig. Und ich krieg keinen zweiten Versuch. Naja. Warum auch nicht? Hey, da oben! Hey, da unten! Okay. In die Krypta. Lassen wir den kleinen Jungen jetzt hier einfach stehen. Nein, er kommt mit. Sehr gut. So, das ist also die Krypta. Ist die fettbissige Viecher. Können wir sie abschießen? Hm? Da krabbelt sie rein. Wo ist die hin? Vielleicht sind die Ratten schuld. Hinter der Wand muss ein Hohlraum sein. Die Grundmauern und die Gruft sind Teile der alten Kathedrale. Wer weiß, welche Geheimnisse hier unten schlummern. Okay, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Hm? Sie ist weg? Da oben. Sankt Adolphus. Die Krypta hat den Brand überstanden, wie durch ein Wunder. Was haben wir denn hier sonst noch? Pläne. Tom und Alfred hatten mir alles über die Kathedrale beigebracht. Ich könnte diese Pläne im Schlaf zeichnen. Alfred kapiert das meiste nicht. Okay, da muss also ein Hohlraum sein. Könnte ich Jonathan da oben hochwerfen? Damit er sich das Ganze mal anguckt von der anderen Seite. Alles in Ordnung, Jonathan? Alles klar. So, ansonsten geht hier aber gar nichts. Kragstein? Ich beeile mich besser. Oder Tom wird noch saurer auf mich. Also ich glaube, wir haben den Kragstein ja fertig. Ansonsten ist hier unten aber auch nichts. Nur diese dämliche Ratte, die ich nicht anklicken kann. Vielleicht haben wir einfach mal eine Runde Spaß mit Jonathan. Hey. Lass uns Spaß haben. Das darfst du nicht. Oh, ich darf. Tom und Philipp sagen nein. Du musst arbeiten. Ich weiß, was sie gesagt haben. Ich war dabei. Nicht zu arbeiten in Ordnung ist? Sollen wir ihm das wirklich erklären? Ja klar, warum nicht? Philipp und Tom haben nichts dagegen, wenn wir eine Pause machen. Ah. Manchmal sagen Leute etwas und meinen das Gegenteil. Entweder hat er nicht zugehört oder er denkt drüber nach. Alles klar, wir stehen auf. Ja, hier gibt es ja sonst nichts mehr, ne? Wie gesagt. Dann lass uns mal wieder raus. Das Ding hier oben sieht echt gefährlich aus. Das Nest ist weg. Oh Mann. Die Mauer geht jetzt schon in die Brüche. Und dann kommt Alfred noch auf die Idee, ein Steindach statt eines Holzdaches draufzusetzen. Dummkopf. Tja. Viel mehr können wir hier aber auch nicht machen. Wir können zum Markt gehen. Unvollendeter Kragstein. Ich bin fürs Erste damit fertig. Ich kann den Kragstein nicht mehr sehen. Okay. Dann auf zum Markt. Jonathan, folge mir. Sieht aus, als ob er schweben würde. Ah, Kathedrale von Kingsbridge. Ey, das Ding nimmt ja echt krasse Formen an hier. Wo sind wir denn? Ah, wir kommen da raus. Dort vorne sind Philipp und... Jonathan, nicht weglaufen! Der andere Typ. Der Baumeister. Keine Sorge, er ist hier drüben. Ach, sehr gut. Danke, Martha. Und nein, ich habe keine Zeit, auf ihn aufzupassen. Verdammt! Oh nein! Alles kaputt!
So klingt das Lied des Marktes. Solltest du nicht arbeiten, Jack? Ich gehe vielleicht besser, bevor ich noch was kaufe. Hey, pass auf, wo du lang gehst. Das ist ja die Höhe. Jetzt trampeln sogar schon die Mönche auf meine Hühner. Wir unterhalten erstmal Jonathan. Möchtest du nicht einen von diesen feinen Stoffen kaufen, Jonathan? Tolle Idee. Ich könnte dir eine rote Kutte machen. Oder eine blaue. Nein. Nein. Richtiger Nein, Spießer. Das wäre albern, nicht wahr? Welche Farbe haben die Kutten von Mönchen? Braun und schwarz und grau. Okay, wir fragen mal nach Aljena. Hast du Aljena gesehen? Vielleicht ist sie heimgegangen. Sie erwartet einen Besucher, glaube ich. Einen Besucher? Höre ich da Eifersucht in deiner Stimme? Ja. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Eventuell. Heimgegangen? Aljena ist heimgegangen? Vielleicht. Ich weiß nur, dass sie heute einen Besucher erwartet. Okay. Wie kommst du mit Alfred zurecht? Er redet eigentlich nur mit mir, wenn ich ihm was kochen soll. Warum kochst du immer noch für ihn? Er hat keine Frau. Und er ist mein Bruder. Ich würde dich nie bitten, für mich zu kochen. Selbst Jonathan würde das nicht. Und er ist auch dein Bruder. Jack, das darf keiner wissen. Keine Bange. Er ist ein kleiner Mönch. Er ist jedermanns Bruder. Haha, geil. So, wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Alles gut? Immer mehr Leute kommen hierher. Gestern waren 2 Dutzend Händler aus Shiring hier. Erschöpft? Ziemlich. Aber die Priorei hat eine Menge Geld verdient. Anscheinend hat der Graf auf seinem Markt in Shiring die Steuern erhöht. Deshalb kommen sie alle lieber hierher. Jetzt sind sie aber alle zurück nach Shiring gegangen, zum Wollmarkt. Verlangt der Graf denn geringere Steuern für den Wollmarkt? Im Gegenteil. Nach dem, was man mir erzählt hat, ist es noch schlimmer. Also dürfen sie alle nur dort mit ihrer Wolle handeln. Genau wie Aljena und die Priorei. Aber man braucht eine Genehmigung für einen Wollmarkt. Und die hat nur Shiring. Aha, okay. Gehst du nicht dahin? Gehst du nicht zum Wollmarkt nach Shiring? Nein. Philipp hat mich gebeten, die Aufsicht über den Markt hier zu führen. Also arbeitest du jetzt für Philipp und Aljena? Ich weiß, das ist eine ganze Menge Arbeit. Aber wir wollen hier alle schließlich dasselbe. Und was ist das? Dass es Kingsbridge gut geht. Das ist schließlich unser Zuhause. Mag sein. Du solltest auch arbeiten. Ich mach nur eine Pause. Okay, dann wollen wir mal das Gespräch beenden. Ich sollte mich besser auf den Weg machen. Oh, bevor ich's vergesse, ich habe eine Nachricht für dich. Nachricht von Ellen, alles klar, wir untersuchen das Ganze. Füchschen, ich muss dich sprechen, du findest mich auf der kleinen Waldrichtung am Fluss Füchschen. Süß. Ich glaube, Ellen will mit dir über Papa reden. Was gibt es da zu reden? Tom glaubt nicht, dass ich Baumeister werden kann. Das ist nicht wahr. Genau darüber will sie mit dir reden. Papa weiß, was du kannst. Er hat es ihr gesagt. Hat er? Ja. Er ist kompliziert. Das stimmt. An Tagen wie diesen kann man sich hier fast verlaufen. Karte der Priorei von Kingsbridge im Jahre 1141. Karte öffnen. Okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Wir müssen zur Waldlichtung oder was? Dann müssen wir wahrscheinlich... Ah, nee, dahin, okay. Bei der Zollstation also. Da vorne ist Aljenas Haus. Wo sind wir? Wahrscheinlich genau hier. Das heißt, gehen wir jetzt erst zu der Lichtung? Oder gehen wir erst zu Aljenas Haus? Auf jeden Fall müssen wir weiterhin auf Jonathan aufpassen. Die Hemleys würden das Abkommen brechen, das wir mit König Stefan haben. Ich weiß nur, dass der Steinbruchmeister plötzlich Geld für die Steine haben will. Und der Forstmeister vom Chute Forest besteht jetzt darauf, dass wir für das Bauholz zahlen. Was hast du hier draußen zu suchen, Jack? Oh. Hast du deinen Kragstein fertig? Ja. Ich bin noch nicht fertig, aber ich mache es später, ja? Warum habe ich das Gefühl, dass dein Kragstein weder heute noch morgen fertig wird?
Ich tue mein Bestes, in Ordnung? Wenn du mich noch andere Sachen machen ließest als bloß die Figuren... Du musst dich auf deine Aufgabe konzentrieren. Ich kann viel mehr als Steine behauen. Und das weißt du. Wir können nicht immer das tun, was wir wollen. Alfred schon. Jack, bitte. Wir haben gerade andere Sorgen. Der Graf von Shiring hat uns seine Unterstützung versagt. Wenn wir nicht bald etwas tun, werden wir unsere Arbeiter entlassen müssen. Wir könnten den Bau der Kathedrale nicht fortsetzen. Ich werde mit Percy Hamley sprechen. Ich muss. Und wenn er mir keine Audienz gewährt, muss ich mich an den König wenden. Oder das ist das Ende von Kingsbridge. Kann ich irgendwie helfen? Ja, indem du tust, was man dir sagt. Mach deine Arbeit und nichts als deine Arbeit. Und lass Alfred in Ruhe. Okay, okay. Der Forst- und Steinbruchmeister behaupten beide, sie handeln auf Anordnung des Grafen von Scheidern. Alles klar, Leute. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zurück in die Kathedrale und versuchen, diesen Kragstein fertig zu meißeln. Jonathan kommt sogar mit, das ist sehr gut. Allerdings werde ich die Folge erstmal hier an dieser Stelle beenden. Wir werden morgen hier weitermachen und ja, gucken, was hier geht. Den Kragstein fertigstellen, ja, nein, man weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir uns mit Alan an der Lichtung treffen. Und dann werden wir mal Aliena besuchen an ihrem Hause. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bewertet gerne den Part und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüssikowski.